Ich glaube, beim Wort Homeoffice läuft dem einen oder anderen meiner Unternehmerinnen oder Unternehmerkollegen es eiskalt den Rücken runter. Das gilt sowohl für die Geschäftsführer, für die Unternehmer, für die Personaler, als auch auf der anderen Seite für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich glaube, es gibt kein Thema, was in den letzten Jahren so intensiv diskutiert wurde, wie das Thema Homeoffice, Remote Work, Work from Everywhere, Work Redefined oder whatever. Und genau dazu möchte ich dir heute ein paar Infos geben. Darum, wie du von zu Hause effektiver besser arbeiten kannst, wie du aber genauso auch, wenn du eigene Mitarbeiter hast, eigene Mitarbeiter aufbaust oder Unternehmer bist, das ganze Thema für dich bestmöglich nutzen kannst. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, was stelle ich mir da vor? Wenn die Mitarbeiter zu Hause sind, dann stelle ich mir vor, die drehen völlig durch, machen nichts mehr, außer den ganzen Tag irgendwie sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, zu bügeln, zu putzen oder noch schlimmer, auf der Couch zu liegen, Streaming zu betreiben oder sonst irgendwas zu machen. Aber wirklich arbeiten tut doch zu Hause keiner mehr. Also, seien wir doch mal ganz ehrlich, das macht doch keiner mehr. Aber ist das so? Und ich sage immer, muss ich das so ein bisschen vorstellen, häufig, alles ist außer Rand und Band. Die Mitarbeiter drehen durch, die machen und tun nur noch, was sie wollen. Und ich habe gerade auch als Chef den totalen Kontrollverlust. Auf der anderen Seite habe ich aber auch als Mitarbeiter manchmal das Gefühl, oh Gott, mir fehlen hier sämtliche Strukturen, keiner sagt mehr mittags um 12 Uhr Mahlzeit und ich weiß nicht mehr, wie ich vorgehen soll, was ich machen soll. Und diese totale Eigenständigkeit überfordert mich eigentlich. Und das ist ein riesiges Thema für viele, viele Leute, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, die Voraussetzungen sind ja auch nicht immer gleich und das wird häufig vergessen. Es gibt Leute, die haben zu Hause ein professionell ausgestattetes Büro. Die sind es gewohnt, remote zu arbeiten. Die sind es gewohnt, permanent auf Geschäftsreisen zu sein. Und es gibt solche, die es eigentlich gewohnt sind, seit 30 Jahren mit der Stempelkarte in dasselbe Unternehmen zu laufen und alles gleich zu machen. Das ist doch klar, dass die das nicht auf die Reihe kriegen. Es ist doch verständlich. Das ist ja nicht nur neu, das ist eine Revolution. Bei uns im Rheinland sagt man dann immer, was der Bur nicht kennt, das fritt er nicht. Und so ein bisschen trifft das auf das Thema auch zu. Wenn ich diese Art des Arbeitens nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wie ich das alles tun und machen soll, ja, dann ist doch auch irgendwie klar, dass ich Schwierigkeiten habe, mit diesem Thema umzugehen, oder? Also von daher für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man da berücksichtigen muss. Schauen wir uns das Ganze aber mal weiter an. Also, was kann ich tun? Wieso haben wir überhaupt diese Skepsis? Weil ich kann doch jetzt sagen, mein Gott, ob ich jetzt zu Hause arbeite oder ob ich in der Firma arbeite. Wo ist denn da jetzt letztendlich der riesige Unterschied? Und da muss man ganz ehrlich sein, meistens hat das was mit unserem eigenen Köpfchen zu tun, mit unserem eigenen Mindset zu tun, weil wir bestimmte Vorstellungen haben, wie diese Arbeit aussehen könnte, dass wir uns dann fragen, ob man so denn überhaupt arbeitet, beziehungsweise dass wir in unserem Kopf verankert haben, okay, ich arbeite, indem ich um die und die Uhrzeit so und so in die Firma fahre, dann passieren die und die Sachen. Und sobald es davon eine Abweichung gibt, dann stehe ich davor und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist für uns etwas Neues. Und dieses Neue kennen wir nicht und wissen nicht, was wir tun sollen. Und das Interessante daran ist aber, dass es einfach ein paar kleine Stellschrauben gibt, an denen ich arbeiten muss. Die erste Stellschraube bin ich selbst. Ich sollte mich also intensiv damit auseinandersetzen, dieses Thema, mich darauf einzulassen, offen für dieses Neue zu sein, offen zu sein für das, was jetzt auf einmal anders ist und auch den Fokus auf die Vorteile zu richten. Dabei ist es egal, ob ich jetzt selber der Unternehmer oder die Unternehmerin bin, ob ich der Mitarbeiter bin oder wer auch immer, ich brauche diese Bereitschaft. Wenn ich von vornherein sage, okay, das funktioniert nicht, das kann nicht klappen, sowohl für meine Mitarbeiter nicht, als auch für mich selber nicht, wie soll es dann letztendlich funktionieren? Gar nicht. Also eine Sache, die ich ganz, ganz stark brauche dafür, ist das Wort Vertrauen. Vertrauen in mich, aber auch Vertrauen in meine Mitarbeiter, in meine Kollegen, dass sie eben entsprechend auch dort arbeiten. Wenn ich schon von vornherein darüber nachdenke, ja, die Doris, da weiß ich ganz genau, die macht ja nichts, dann werde ich auch Schwierigkeiten haben, zukünftig mit der Doris zusammenzuarbeiten, oder? Also dieses Vertrauen ist für die Unternehmerin, aber auch für den Mitarbeiter,
die absolute Grundlage und eines der wichtigsten Faktoren. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht in meinem letzten Italienurlaub. Da war ich in einer Kirche und ich wollte so eine klassische Kerze anzünden, wie man das so oft kennt. Ne? Schmeißt du 50 Cent in so einen Opferstock, nimmst dir so ein Teelicht daraus, darfst das anzünden und darfst jemandem was Gutes wünschen. Ich bin in diese Kirche gekommen und da gab es das. Es gab LED-Kerzen. Ich konnte auf diesen Knopf drücken, den man davor sieht. Und dann ist eine dieser LED-Kerzen angegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam mir völlig veräppelt vor. Ich habe gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Natürlich habe ich mich dann gefragt, Felix, du bist selber Redner, du hältst Vorträge zum Thema Digitalisierung. Ist das jetzt berechtigt, dass du dich darüber aufregst, dass auch die Kirche sich digitalisiert? Eigentlich nicht, oder? Aber das Interessante an diesem ganzen Kontext war, es gibt Bereiche, wo wir denken, da dürfte es nicht stattfinden. Und ganz häufig ist das genau das Gleiche, wenn ich über bestimmte Arbeitssituationen, Arbeitsregularien, Remote Work oder sonst was nachdenke, dass ich erstmal denke, ja, nee, das geht so nicht. Oder dass ich in einer Branche bin, wo ich denke, bei uns geht das nicht. Das mag ja überall in der IT-Branche, mag das ja funktionieren, aber bei uns geht das nicht. Da können nicht die Mitarbeiter auf einmal, da machen die ja nichts mehr. Wenn du so über deine eigenen Mitarbeiter denkst, dann solltest du darüber nachdenken, ob du etwas an deinem Denken ändern solltest. Und das fand ich so interessant, weil ich das für mich selber in dem Moment gespürt habe und dachte, ja klar, warum die nicht auch? Alle machen hier eine Veränderung durch, also warum nicht auch die Kirche oder ähnliches? Und genauso ist es, wir haben doch die Erfahrung gerade in letzter Zeit gemacht, dass es viele Jobs, viele Berufe gab, wo wir immer gesagt haben, das geht nicht remote, da müssen die Leute vor Ort sein. Auf einmal funktioniert's. Auf einmal funktioniert's. Und dasselbe betrifft diverse Meetings, die wir gemacht haben. Natürlich gibt es Situationen, wo man denkt, da ist das schon toll, wenn man jemanden Auge in Auge sieht. Aber wie viele große Unternehmen gibt es, die international tätig sind und die es gar nicht anders kennen, dass die Mitarbeiter in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten und dass ein physisches Treffen vor Ort gar nicht erst möglich wäre. Und dann denken wir aber oft, bei uns geht's nicht. Und das ist manchmal, ganz simpel gesagt, einfach ein Trugschluss. Es ist die Angst davor, es gar nicht zu versuchen. Oder es ist die fehlende Bereitschaft, es zu tun oder zu machen. Aber wir schauen uns noch mal gleich ein paar konkretere Beispiele an. Jetzt kann man ja sagen, Work from Home, Home Office, Remote Work, whatever. Was hat das für Vor- und was für Nachteile? Können wir jetzt eine Liste machen mit 800.000 Punkten? Ich habe mal ein paar, finde ich, wichtige Faktoren zusammengetragen, die auch mal zeigen, wie unterschiedlich man das Thema betrachten kann. Also ein großer Vorteil ist, dass Standortnachteile ausgeglichen werden. Beispiel. Wir sitzen mit einem tollen Startup-Inkubator, mit meinem Mentoring, mit meiner Beratung, meiner Beteiligungsgesellschaft hier in Viersen. Kennt kein Mensch. Aber wenn wir neuen Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, zum Teil oder ganz von zu Hause aus zu arbeiten, dann spielt der Faktor Viersen vielleicht gar keine Rolle. Dann ist es vielleicht sogar so, dass der Mitarbeiter, der in Neuss, der Nähe von Düsseldorf wohnt, sonst nach Düsseldorf traveln, reisen muss und auf einmal direkt arbeiten kann von zu Hause aus und gar nicht mehr nach Düsseldorf reisen muss, dass für ihn sogar Viersen als Standort besser ist, weil dort das Unternehmen ist, was ihm die Möglichkeit bietet, von zu Hause aus zu arbeiten. Also da mal drüber nachzudenken, diesen Standortvorteil zu nutzen. Auch wenn man darüber nachdenkt, Mitarbeiter zu akquirieren, eigene neue Mitarbeiter zu finden, dann kann das ja wesentlich flexibler geschehen. Und das betrifft ja auch den potenziellen Mitarbeiter. Wenn du jetzt also sagst, ja, Felix, ich bin aber angestellt, ich habe aber gar keine Mitarbeiter, gar kein Problem. Du hast doch auch eine viel größere Möglichkeit, dich bei Unternehmen zu bewerben, die diese Art von Arbeit anbieten. Wenn du früher dich bei einem Unternehmen in Berlin beworben hast, dann hättest du halt nach Berlin ziehen müssen. Dann wäre deine Freundin, die in Düsseldorf bleiben gewesen wäre, vielleicht auch in Düsseldorf bleiben gewesen wäre. Wie auch immer man den 18-fach verschachtelten Konjunktiv jetzt ausdrückt. Nächster Vorteil, Erfahrung, die ich gemacht habe, es kann häufig auch zu einer Kostenersparnis führen. Das hängt jetzt ein bisschen auch von der Branche ab. Aber wenn ich hingehe und sage als Unternehmer, ich beauftrage einen Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter arbeitet auf einmal von
Karst, Hamburg, München, was auch immer, Castrop-Rauxel aus. Und der braucht hier keinen Space, keinen Platz, also auch im Sinne von Quadratmeter, die er braucht, keine Lagerfläche, keine zusätzliche EDV oder was auch immer, dann kann das auch dazu führen, dass der Mitarbeiter für mich sogar kostengünstiger ist. Dasselbe kann es betreffen, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und sagst, sonst tingle ich da jeden Tag hin. Ja klar, kannst du das über deine Steuererklärung wieder abrechnen. Aber wenn du das mal konkret ausrechnest und jetzt keinen Firmenwagen hast, dann kann es sogar günstiger sein, weiterhin von zu Hause aus zu arbeiten. Dasselbe ist ja auch, wenn man sich den eigenen Zeiteinsatz mal ausrechnen würde. Und man würde jetzt sagen, ich hatte einer meiner letzten Anstellungen, da bin ich immer nach Köln gefahren. Bin ich immer nach Köln, dreiviertel Stunde hin, anderthalb Stunden zurück. Habe ich jeden Tag über 2 Stunden im Auto gesessen. Mit den 2 Stunden kann ich effektiv was anderes machen. Und die sind für mich nicht nur eine Zeit, sondern eigentlich auch eine Kostenersparnis. Oder anders, es ist eigentlich ein bisschen Opportunitätskosten, heißt das in der BWL, Kosten des entgangenen Nutzens. Ich könnte ja rein theoretisch hingehen und diese 2 Stunden auch an irgendjemand verkaufen, indem ich da selbstständig tätig bin. Stattdessen sitze ich im Auto, muss aufpassen, dass ich meinem Vordermann nicht hinten reinfahre. Also, ganz wichtiger Faktor. Eine wichtige Sache ist das Thema Glück der Mitarbeiter, Mitarbeiterzufriedenheit. Jetzt gibt es Leute, die sagen, oh, hab ich schon nichts mit zu tun. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, den Leuten die Option zu bieten, und wir reden ja nicht immer zwangsläufig von 100%, auch von zu Hause aus zu arbeiten und hiermit ihr privates Glück zu supporten und dadurch wiederum eine höhere Mitarbeiterbindung zu erzeugen, dann kann das ein großer Vorteil sein. Dasselbe für dich als Mitarbeiter, der auf einmal von zu Hause aus arbeiten kann, vielleicht ganz anders seinen Tag gestaltet, ne, als er das sonst früher gemacht hat, und eben nicht jeden Tag 2 Stunden im Stau hängt, ist das schon ein dicker Vorteil. Eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich der Kaffeeklatsch. Der Kaffeeklatsch, der dort stattfinden kann, aber auch der Kaffeeklatsch, der vor der Kamera stattfinden kann, weil ich 800.000 Meetings habe, mit denen ich, wo ich mich mit Leuten treffen muss. Das kann ein großer Nachteil sein. Der Implementierungsaufwand. Also darüber nachzudenken, wie mache ich das denn? Jetzt sind die Mitarbeiter auf einmal zu Hause. Oder du arbeitest auf einmal von zu Hause. Das funktioniert ja nicht von einem auf den anderen Tag. Also auch technisch funktioniert das nicht von einem auf den anderen Tag. Da musst du ja schauen, wie das klappt, wie das geht, wie kriegst du das mit den Mitarbeitern hin, aber auch wie kriegst du das in deinem jeweiligen Job sozusagen hin. Welche EDV wird dir zur Verfügung gestellt? Welche Dinge sind dort wichtig? Welche Dinge müssen berücksichtigt werden? Ich habe natürlich auch überall die Ablenkung. Ne? Da kommen die Kinder, die dann vielleicht auch gerade nicht in den Kindergarten können oder die noch gar nicht im Kindergarten sind. Da klingelt der Postbote, da klingelt die Putzfrau, da kommt der vorbei, da geht das nicht, da passiert das. Dann ist mir noch eingefallen, dass ich das Fenster im Schlafzimmer aufgelassen habe, was sonst offen geblieben wäre, wenn ich in den Job gefahren wäre. Gerade das Thema Ablenkung spielt im Bereich Homeoffice eine extrem große Rolle. Ein ganz wichtiger Tipp ist, wenn du von zu Hause arbeiten willst, effektiv arbeiten willst, dann schaffe dir ein Umfeld, in dem du effektiv arbeiten kannst. Und das tun die meisten nicht. Wenn ich mich mit meinem Laptop auf die Couch setze und ziehe mir einen Trainingsanzug an und sage dann so, jetzt arbeite ich effektiv, das funktioniert bei den wenigsten. Ein weiterer Nachteil, auch vor allem aus Arbeitgebersicht, kann natürlich auch ein bisschen Kontrollverlust sein. Ja, was machen die denn jetzt? Ich sehe die ja nicht mehr. Ich habe ja hier bei uns, hängen in jeder Ecke Kameras. Ich kann auf jeden Mitarbeiter zoomen und mir genau angucken. Kann ich nicht. Aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Ich habe einen Kontrollverlust und ich weiß auf einmal gar nicht mehr, was passiert denn da links und rechts. Ja, und inwieweit kann ich meine Mitarbeiter überhaupt loslassen von meiner Unternehmerleine. Aber vielleicht auch für dich ein Stück weit als jemand, der zu Hause arbeitet. Kontrollverlust. Wenn du ein Team delegierst, geht es dir ja fast genauso. Wie machst du das mit dem Team? Wie machst du das jetzt mit den Mitarbeitern? Wie kriegst du das auf die Reihe? Auch das ist eine große Frage, die man ja lösen muss. Ich habe eine ganz, ganz schöne Statistik hier gefunden, die ich mal mitgebracht habe. Und zwar sagt diese Statistik, dass wenn die Leute von zu Hause arbeiten, dass 63% meinen, ihre Arbeitsfrequenz würde sich sogar noch erhöhen. Weil auch im Job hat man im Office extrem viele Ablenkungen von Kollegen, von anderen aus dem Team oder was auch immer. Also das muss man sich mal vorstellen, dass der Großteil sogar sagt, dass die Arbeitsfrequenz, die Leistungsfähigkeit ein Stück weit steigern würde. 94%, ich glaube, das ist nicht verwunderlich, würden sagen,
dass das eigene Privatleben dadurch besser, schöner, toller, was auch immer wir als Wort benutzen, wird. Klar, weil ich vielleicht auf einmal flexibler reagieren kann, weil ich vielleicht sagen kann, klar, ich mache dem Kleinen um 12 Uhr die Tür auf, wenn er aus der Grundschule nach Hause kommt. Klar, das Paket kann ich annehmen, Schatz. Oder wie auch immer das Glück sich dann definiert. Wenn ich daran denke, in meiner letzten Berateranstellung, da war ich in einer Beraterbude, da hat man von 8 bis 8, hast du da geknüppelt. Da hast du von 8 bis 8 in der Bude gearbeitet. Da bin ich um 7 losgefahren und war um 9 zu Hause. Da war nichts mehr mit Privatleben. Klar, hätte ich sagen können, komm, wir können noch eine Stunde irgendwie Fernsehen gucken oder was auch immer. Und dann war das Ding durch. 89% sagen, dass ihr Stresslevel sinken würde. 89%, das ist ja schon eine dicke Nummer. Aber klar, wenn ich mir Staus anschaue, wenn ich mir vielleicht auch den Stress im Job anschaue, wenn ich mir vielleicht auch das nicht immer optimale Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen anschaue, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass viele Leute sagen, das würde für sie eine große Rolle spielen. Und vielleicht spielt es für dich ebenso eine große Rolle. Also das sind auch Gründe, warum du, wenn du sagst, ich habe Mitarbeiter, hier hingehen solltest und mal darüber nachdenken solltest. Jetzt können wir ja darüber nachdenken, was brauche ich denn? Was brauche ich, welche Voraussetzungen muss ich haben, dass Homeoffice überhaupt funktioniert, dass ich dort effektiv arbeiten kann? Ich habe drei Sachen, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Das eine ist das Thema Einweisung. Also Leute, die ihr Lebtag nicht im Homeoffice gearbeitet haben, diese nun einzuweisen und diese nun zu zeigen, wie cool, wenn man so zur Seite wippt, ja, wie man dort effektiv arbeitet. Also, wie sieht das aus? Wie müssen die Strukturen aussehen? Wie müssen die Vorgaben aussehen? Wie kommunizierst du zukünftig? Das ist ein extrem wichtiger Faktor, den ich auch mit vielen Unternehmen gemacht habe, die gesagt haben, hey, ich will den Mitarbeitern das anbieten. Wie gehen wir da vor? Und wir uns gemeinsam in der Strategie überlegt haben, wie man das tun kann. Das Thema Hardware spielt eine große Rolle. Hör mal, Felix, du hast doch einen Laptop zu Hause. Gut, dann arbeitest du ab morgen mal zu Hause. Zugänge, Software, IT-Infrastruktur, zur Verfügung gestellte Hardware, das ist ein großes und wichtiges Thema. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Homeoffice oft am Anfang nicht gemacht wird. Weil die Leute sagen, ich habe ja jetzt erstmal Arbeit damit. Das ist wie mit einem neuen Mitarbeiter. Wenn du jetzt von zu Hause arbeitest oder du bist vielleicht auch selbstständig, dann auch hier genauso darüber nachdenken, welche Technik kannst du oder brauchst du, um das zu machen? Wie sieht es um deine WLAN, um deine Internetverbindung zu Hause aus? Welche anderen technischen Sachen müssen berücksichtigt werden? Wie sieht es mit der Firewall aus? Wie sieht es mit Datenschutz, Datenhandling zu Hause aus? Wie sieht es mit Server und mit Kapazitäten zu Hause aus? Wenn die Sachen nicht funktionieren und du hast einen Upload von 2 MB, dann kriegst du ja nichts hochgeladen. Ja? Bei mir zu Hause zum Beispiel habe ich dieses Problem. Ja, da habe ich habe eine tolle Internetleitung, ich kann aber nichts hochladen. Wenn ich also jetzt hingehe und sage, ich nehme nachher dieses Video hier und das ist 5 GB hoch, groß, und ich will das Video hochladen, ja, da kann ich mich neben den Laptop setzen und da kann ich aber meine ganze Kaffeemaschine austrinken, bis das fertig ist. Dann das Thema Support. Support und Hilfe, Unterstützung für die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber auch für dich selber. Also zu wissen, ich habe jemanden, den ich ansprechen kann bei Schwierigkeiten. Egal, ob du jetzt sagst, hör mal, ich kriege das irgendwie zu Hause nicht auf die Reihe, kannst du mir mal sagen, wie du das machst? Oder ob du weißt, du hast einen Teamverantwortlichen, du hast einen Verantwortlichen innerhalb deines Unternehmens, den du ansprechen kannst, dass man die Leute nicht alleine lässt. Ich gehe doch nicht hin und sage, ich habe jetzt einen neuen Mitarbeiter. So, ab morgen bist du da, hier ist der Serverzugang, viel Erfolg. Sondern am Anfang, gerade in der Einarbeitung oder in dem Onboarding, den Leuten die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, hey, wie so ein ständiger Support. Guck mal, Apple hat einen Care-Plan. Ja, in den ersten Wochen, wo du das Gerät kaufst, kannst du eine Hotline anrufen, die helfen dir beim Einrichten, beim Verbinden, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem. Ja, das Pampern der jeweiligen Leute spielt da eine ganz, ganz große Rolle und ist extrem wichtig. Was ich wichtig finde, ist, was manchmal ein bisschen vergessen wird, ist, wir reden über Homeoffice, aber das betrifft ja in erster Linie die örtliche Komponente. Es gibt ja auch noch eine zeitliche Komponente. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es geht ja nicht nur darum, work from everywhere, sondern auch work every time. Auch das hat sich ja komplett verändert. Früher schön, kommen Sie, kann ich mich noch daran erinnern, in meiner Anstellung. Immer zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr hatte man Gleitzeit.
Schön selbstbestimmt. Halbes Stündchen konnte ich entscheiden, wann ich komme. Herzlichen Glückwunsch. Heutzutage kenne ich viele agile Unternehmen, die du dir mal anschauen solltest. Beispiel haben wir in Düsseldorf, Zipgate. Ja, da können die Mitarbeiter bis 11 Uhr kommen. Die können bis 11 Uhr kommen. Es gibt bestimmte Tage und bestimmte Meetings, wo das dann vielleicht anders gehandelt wird. Aber das finde ich halt spannend. Also den Leuten die Möglichkeit zu bieten. Ich habe eine Mitarbeiterin, die arbeitet auf Bali. Keine Ahnung, wann die arbeitet. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich noch nicht mal, wie viele Stunden die arbeitet. Weil sie wird nach Ergebnis bezahlt und nicht nach Stundenzahl. Ich rechne doch bei mir in der Beratung auch nicht nach Stunde ab. Mache ich nicht mehr. Sondern ich rechne mit den Leuten nach konkreten Ergebnissen oder nach Programmen oder nach Konzepten ab. Und nicht mehr Felix kostet pro Stunde X. Und genau darum geht es doch. Das ist doch auch der Hintergrund von Zielvereinbarungen, die man in einem Unternehmen trifft, wo du festlegst, okay, der Mitarbeiter sollte innerhalb dieser oder dieser Zeit das oder das erreichen. Ja? Also über die Komponente nachzudenken, nicht nur, wo der Mitarbeiter arbeitet und das Homeoffice oder auch du musst ja nicht nur zwangsläufig von zu Hause arbeiten. Das Homeoffice kannst du dir ja auch woanders aufbauen. Es ist eine Frage, wie man dann Home definiert, sondern auch zu welcher Zeit du arbeitest. Ist das immer klassisch von 8 bis 18 Uhr oder bist du so, dass du sagst, ha, pass auf, mein persönliche Zeit ist immer 9 bis 12, dann brauche ich so ein bisschen so, ich bin zum Beispiel so ein spanischer Siesta-Typ, dann brauche ich eher so eine, nicht von 12 bis 16, aber machen wir mal von 1 bis 3, wo ich so merke, da ist meine persönliche Leistungsfähigkeit immer ein bisschen drunter und dann drehe ich aber nach abends nochmal richtig auf. Ich mache abends Sport, ich mache abends oft meine Keynotes, all das trifft dann darauf hin. Und ich kann sozusagen meine physiologischen, meine körperlichen Voraussetzungen in meine Leistungsfähigkeit transportieren. Und das solltest du bei dir selber überlegen, wo sind die besten Zeiten, zu denen du arbeiten kannst, wo ist der beste Ort, wo du arbeiten kannst und wie viel Zeit gebe ich denn in irgendetwas rein oder gibt es ein anderes Abrechnungsmodell, ob als Angestellter oder der Unternehmer mit seinen Mitarbeitern, würde ich auf jeden Fall berücksichtigen. Weil früher war das doch so, man hat immer gesagt, 9 till 5. Ich gehe heute eher hin und sag 0 to 0. Ja, also, dass man sagt, okay, pass auf, das sind die Sachen, die erledigt werden müssen. Das und das muss bei uns im Blog gemacht werden, das muss da auf Social Media gemacht werden, das muss da. Und ob du das jetzt morgens früh machst oder ob du sagst, ich habe den ganzen Tag am Strand genossen, ich komme um 17 Uhr nach Hause und dann arbeite ich von 17 Uhr bis 2 Uhr in der Nacht, das ist mir egal, solange Deadlines, Ziele, Aufgaben erfüllt werden. Und das solltest du bei dir selber auch ganz konkret machen, dass du dir selber genau diese Gedanken machst, wie du deine Zeit perfekt einsetzt. Ich habe diese, ja, vielleicht ein bisschen freche Folie gemacht, Rollen richtig verteilen. Ich hoffe, du verstehst den Hintergrund hinter diesen Röllchen. Wenn du Mitarbeiter hast, dann solltest du überlegen, wo verteilst du die perfekt? Aber auch, welcher der Leute eignet sich fürs Homeoffice? Weil es gibt Leute, die eignen sich dafür nicht. Beziehungsweise, schöner formuliert, die arbeiten lieber im Büro, weil die das gerne so haben. Oder weil auch ihre häusliche Situation, und das muss man da auch berücksichtigen, manchmal so ist, dass ein effektives Arbeiten zu Hause vielleicht so gar nicht möglich wäre. Und das musst du dich natürlich auch fragen. Vielleicht gibt es Aufgaben, wo du sagst, die kann ich im Homeoffice selber super erbringen und super leisten. Aber es gibt wiederum andere Sachen, das geht zu Hause nicht. Das kann ich da nicht machen. Wenn da die Kids rumlaufen und das passiert und eine Postbote klingelt, dabei kann ich meine Buchhaltung machen, da kann ich aber keine Strategiekonzepte erstellen. Und das ist halt einfach wichtig, dass man das konkret sich überlegen muss. Also den Arbeitsplatz an den Mitarbeiter anzupassen und nicht der Mitarbeiter oder du passt sich dem Arbeitsplatz an. Wenn du von zu Hause arbeitest, dass du mal selber überlegst, okay, wie sähe denn mein perfekter Arbeitsplatz aus? Brauche ich ein spezielles Licht? Brauche ich eine spezielle Belüftung? Wie muss mein Stuhl sein? Also dir eine Wohlfühl-Arbeitsatmosphäre zu schaffen, weil in dieser Wohlfühl-Arbeitsatmosphäre wirst du sowohl effektiver als auch effizienter arbeiten können. Und darum geht's ja. Und wenn du Mitarbeiter hast oder sagst, ich betrachte das auch mal aus unternehmerischer Sicht, deinen Mitarbeitern diese Option auch zu bieten, dass sie eben Wohlfühlarbeiten bei dir
finden und dann letztendlich auch wesentlich glücklichere, zufriedenere und damit meistens auch produktivere Mitarbeiter sind. Dafür brauche ich vor allem eine Sache und das ist eine gute IT-Infrastruktur. Eine IT-Infrastruktur, die funktioniert. Das heißt, wenn du einen alten Rödelcomputer hast, wenn du eine schlechte Internetverbindung hast und wenn du für Zoom vielleicht auch keine externen Geräte verwenden kannst oder sonst irgendwas, ja, dann ist das halt Murks. Ne? Und dann wird das vielleicht auch nicht funktionieren. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt Selbstständiger bist, ob du Angestellter bist oder ob du als Unternehmer Mitarbeiter verantwortest. Also all die Dinge spielen da eine Rolle und da muss man einfach gucken, dass diese IT-Infrastruktur passt und da hat sich auch in den letzten Jahren extrem viel geändert, dass es mittlerweile Dienstleister, Anbieter gibt, die PC as a Service anbieten, also die wirklich hingehen und sagen, hey, pass mal auf, du kriegst bei uns Rechner, Software, komplette Infrastruktur gestellt für einen Mitarbeiter, dass das eine Service-Sache ist, die angeboten wird. Wenn etwas nicht geht, ne? Nicht ich kaufe die Sachen einmal und dann hat der jeweilige Hersteller nichts mehr damit zu tun, sondern dass das wirklich PC as a Service ist, wie man Software as a Service kennt, dass ich eine fortlaufende Betreuung habe und so auch weiß, dass meine Leute effektiv arbeiten können, beziehungsweise dass du vielleicht auch hingehst und sagst, hey, ich habe immer die neueste Technik, ich brauche mir nicht einen Laptop kaufen und in 5 Jahren kaufe ich den nächsten, sondern vielleicht auch darüber nachdenkst, spezielle Dinge auch mal zu leasen oder eben solche Service-Angebote zu nutzen. Eine weitere Sache, die ich wichtig finde, ist, wenn du darüber nachdenkst, welche Faktoren spielen denn eine Rolle, dass das klappt, gerade auch in der Kommunikation Mitarbeiter, Chef. Das eine ist das Thema responsiv, ja? Also, dass du ein schnelles Feedback bekommst, dass nicht Mitarbeiter irgendwas machen und dann endet die Kommunikation, sondern dass ich hier ein schnelles Feedback mit meinen Mitarbeitern, mit aber auch Kooperationspartnern, mit Kollegen und so weiter habe, dass ich mir auch Gedanken darüber mache, was ist der Kanal, über den wir kommunizieren. Nutzen wir jetzt das Tool, das Tool, das Tool, das Tool, du kennst sie, um mit den Mitarbeitern entsprechend zu kommunizieren. Das nächste, das Thema Expression. Also, ich habe drunter geschrieben, Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich selbst zu verwirklichen. Also jetzt hat doch jeder und auch du im Homeoffice die Chance, ich kann mal so arbeiten, wie ich will. Zeitlich, örtlich, die Art meines Arbeitens, der Arbeitseinsatz, die Pausen und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist doch der große Vorteil vom Homeoffice. Also warum nicht diesen Vorteil nehmen und den nochmal befeuern und hingehen und den nochmal vorteilhaft machen. Thema Momentum. Also die richtigen Situationen zu finden, um die Effektivität für den jeweiligen Mitarbeiter auch zu steigern. Ganz ehrlich, guck mal, jeder arbeitet doch von uns komplett anders. Und wir sind es gewohnt, in so festgelegten Bahnen auf einmal zu arbeiten. Jetzt haben wir die Freiheit und können anders arbeiten und das auch effektiv zu nutzen. Openness, eine offene Kommunikation und sich auch die Zeit für Kommunikation zu nehmen. Weil wenn du mal überlegst, so eine Erfahrung, die ich häufig mache, dass Firmen sich für diese Art Homeoffice-Work viel weniger Zeit nehmen, währenddessen im Büro, im Office auf einmal ein Meeting das nächste sozusagen jagt. Aber hier auch ehrliche Feedbacks zu geben, ja, auch die Mitarbeiter manchmal so ein bisschen zu challengen und auch zu gucken, wie man das zeitlich einplant. Oder auch wenn du deine eigene Zeitplanung machst, dass du hingehst und sagst, auch wenn ich von zu Hause arbeite, setze ich mir feste Slots in meinen Kalender und sag, das ist ein Strategieslot, das ist ein Social Media Slot, das ist der und der Slot, dass man die eben entsprechend aufbauen kann. Das Thema Teamplay. Wie kommuniziert das Team miteinander? Wie oft trifft sich das Team? Welche Meetings sind sinnlos und welche sind unbedingt sinnvoll? Welche sollten wir unbedingt machen? Auch hier gibt es verschiedene Erfahrungen, die ich mache, wo ich denke, früher hat man für das eine oder andere einfach mal eben kurz telefoniert. Heute muss man für alles einen Videocall machen. Man muss aber nicht für alles einen Videocall machen, sondern man sollte hier darüber nachdenken, welche Wege da sinnvoll sind. Für mich dann auch ein wichtiges Thema, Enjoyment. Also der Mitarbeiter, du, sollte doch die Arbeit genießen, die man da tut, die man da macht. Die sollte einen doch glücklich machen und zufrieden machen. Was brauche ich alles, damit ich sagen würde, dass Homeoffice funktioniert? Wenn du jetzt sagst, ich habe zu Hause keinen Raum dafür und da laufen 6 Kinder rum und meine Frau bittet mich die ganze Zeit, ihr in irgendeiner Form zu helfen, dann musst du entweder mit denen darüber reden, du musst entweder dein Haus anbauen, du musst entweder Homeoffice sein lassen oder du musst irgendwo anders arbeiten. Also wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann musst du die Voraussetzungen ändern. Und wenn du die Voraussetzungen nicht ändern kannst, dann musst du überlegen, ob das überhaupt noch für dich klappt oder das funktioniert. Das ist so eine Erfahrung, die ich da ganz, ganz häufig gemacht habe. Also nochmal,
Denke darüber nach, ob Homeoffice für dich eine Lösung sein kann. Dann schaffe dir ein Umfeld, dass du dort effektiv und effizient arbeiten kannst. Mach auch mal ein bisschen Zeit-Tracking. Das nutze ich bei mir mit verschiedenen Tools und schreib mir auf, wie lange brauche ich für bestimmte Dinge. Such dir Tools, dass du vernünftig kommunizieren kannst. Sorg dafür, dass deine IT-Infrastruktur so funktioniert, dass du letztendlich auch damit durchstarten kannst. Dann ist Homeoffice oder Remote Work oder Work from irgendwo, all over the world, zu welcher Zeit auch immer, etwas, was für dich ganz wichtig ist. Vertraue deinen Mitarbeitern und für dich selber setz dir dann auch den Fokus. Akzeptiere für dich, ich gehe hin, wenn ich von zu Hause arbeite, dann habe ich keinen Schlafanzug an. Dann ziehe ich mir ähnlich wie jetzt vernünftige Sachen an. Ich habe vernünftig geduscht, ich habe mir auch die Zähne geputzt, ja, und arbeite nicht aus dem Bett. Das hat für mich nichts mit Homeoffice zu tun. Das ist für mich unternehmerische Spielerei, ja, sondern ich versuche dann trotzdem auch von zu Hause professionell zu arbeiten. Und dann kann man sehr gute Ergebnisse auch erzielen. Also, ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Ich hoffe, die Punkte haben dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ansonsten, feel free to ask. Hat super Spaß gemacht.